Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich ein Unboxing von einer Foodbox und zwar ist das die Degusta-Box. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Degusta-Box ist, wie gesagt, eine Foodbox, die monatlich erscheint, 10 bis 15 Food-Produkte enthält, sowohl Basic-Produkte als auch neue Produkte, als auch total aufregende Produkte. Ich bekomme sie in der Kooperation kostenfrei zur Verfügung gestellt, um sie vorzustellen. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle an das liebe Degusta-Boxen-Team. Und ich kann auch eine Box an einen von euch verlosen. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unter diesem Video in der Infobox. Schau da gerne einfach mal vorbei. Sie kostet 15,99 € und ich habe einen Code, der, ich glaube, über 6 Euro müsste das sein. Das heißt, ihr bekommt die erste Box für 9,99 €. Die aktuelle Box, also die Oktoberbox, ist schon ausverkauft, weil super beliebt natürlich. Und ihr würdet dann als erste Box die Novemberbox bekommen. Jo, ich bin sehr gespannt. Ich habe damals selber die Box im Abo gehabt und irgendwann hat sich das dann zu einer Kooperation entwickelt, was ich einfach geil finde. Und ich würde sagen, wir schauen jetzt einfach mal rein. Ich habe jetzt oben hier schon das Klebeband aufgeschnitten und dann haben wir hier immer den ersten Blick, wo wir das Butterbrotpapier sehen mit einem Klebi, wo irgendwas mit Teilen draufsteht. Öffnen, freuen, genießen und teilen. Ja, manchmal kriege ich das hin. Manche Produkte verlassen aber niemals diesen Raum. Und es ist auch so, wenn ich dann die Box ausgepackt habe, dann lege ich die Produkte bei uns immer, also die Snackprodukte, ne, auf die, hier, wie heißt das? Tisch? Couchtisch. Und ja, drehe dann wahrscheinlich schon das nächste oder übernächste Video und dann hat mein Freund schon das ein oder andere ergattert. Er findet das nämlich auch ziemlich cool und ja, ne? Und was uns gar nicht schmeckt oder was, das, wo wir von Anfang an sagen, das ist jetzt nicht wirklich was für uns, das geht natürlich an die Tafel oder so, ne? Ist klar. Aber bislang, ich sag mal, 99% gefällt uns davon. Also von daher haben wir da immer alles easy peasy. Hier habe ich einmal von der Oktoberbox den Inhalt, ne? Und dieses Mal ist es wie so ein Heftchen gestaltet. Wow, ja, weil unheimlich viele Flyer hier mit dabei sind. Was steht denn hier alles? Der Adventskalender ist noch verfügbar, ne? Wenn du das als Abonnent oder mit Advent 2021 abonnierst, bekommst du den für 33,99 €. Ja, den werde ich auch noch auspacken, da freue ich mich drauf. Dann von Frei habe ich hier noch irgendwie eine Werbung von Schweizer. Okay, dann zum Blumenabo von Freddy's Flowers habe ich hier noch einen Gutschein. Von Oels ist hier was dabei. Oh ja, geil, hoffentlich haben wir was von Oels hier drin. Ich liebe das. Die haben nämlich so Kuchen und sowas alles. Mega. Und dann haben wir hier noch Lino und Dosi. Und hier ist noch ein Rezept, eine Rezeptidee mit drin. Und wie man an Gewinnspiel teilnehmen könnte, um etwas zu gewinnen. Aber Leute, ich rede schon wieder zu viel. Wir gucken jetzt in die Box und da habe ich zuallererst leicht und kross mein Knusperbrot Rustica Dreikorn. Sehr, sehr cool. Sowas kann ich super verwenden zum Frühstück einfach, ne? Und dann mache ich mir da einen Brotaufstrich drauf oder meinen Marmeladenkram oder so. Oh, richtig lecker. Ich weiß noch, da habe ich damals mit meinem Bruder auch, ja, ich glaube tatsächlich Knäckebrot-Wettessen mit Nutella haben wir das damals immer gemacht. Ja, das war auch ziemlich cool. Wer schafft mehr? Und dann habe ich das nächste hier drin und zwar Kaffeebohnen. Sehr gut von Schweizer. Schümli. Creme, 100% Arabica. Also das wird sehr mild sein. Ja, ganze Bohnen, 50 Gramm. Das ergibt 5 bis 7 Tassen. Wir haben ja einen Kaffeevollautomaten. Mittlerweile haben wir uns einen neuen geholt, weil die Jura, die wir Ewigkeiten hatten, hat, ja, die hat den Geist aufgegeben, ne? Die ging nicht mehr und die war so laut, also bei die Bohnen gemalt hat. Das war echt der Wahnsinn. Aber ja, haben wir Kaffee mit dabei, finde ich super. Und solltet ihr zum Beispiel keinen Kaffee-Vollautomaten haben und keinen Bock haben, die Bohnen selber zu malen, kann man die Bohnen immer noch zweckentfremden, um zum Beispiel, wenn man verschiedene Düfte riechen möchte oder so, dann kann man sich immer noch mal zur Neutralisierung diese Kaffeebohnen in ein Schälchen geben und dann immer wieder dran riechen zum Beispiel. Ne? Also you do you. Also zur Neutralisierung kann man die definitiv auch verwenden. Und zu Deko-Zwecken sind die auch ganz hübsch. So, dann habe ich hier noch einen Riegel drin.
Ich werde übrigens heute jetzt nicht unbedingt viel vernaschen können, weil durch meine Erkältung schmecke ich auch nicht so viel. Das macht dann relativ wenig Sinn. Das ist ein bisschen schade. Ich weiß, normalerweise probiere ich ja auch die Produkte. Es tut mir auch sehr, sehr leid, aber ich kann es gerade einfach nicht. Ja, ich glaube auch, wenn ich esse, ist es gerade auch nicht ganz so appetitlich, weil ich ja den Mund halbwegs offen haben muss und dann egal. Kit Kat Chunky Salted Caramel Popcorn Flavor. Das würde ich mir jetzt normalerweise nämlich echt einfach mal reinpfeifen, ne? Das werde ich mir auch gleich essen, aber das ist geil. Popcorn und Salted Caramel und das dann mit Schokolade. Das ist ein Traum. Also da habe ich richtig Bock drauf. Ja, da kriege ich gerade echt schon, da läuft mir das Wasser im Mund zusammen hier. Dann habe ich hier Golden Milk von Kotani mit Kurkuma, Ingwer und mehr halt. Ja, kannst du ja für alles Mögliche machen. Ich habe auch eine Golden Milk Mischung bei mir tatsächlich hier zu Hause, die ich einfach mit Mandelmilch zusammen mache und mir dann hoffen, also ich versuche es immer wieder täglich zu machen, ne, dass ich mir dann ein Glas davon trinke. Ist halt sehr gut für die Abwehrkräfte, sehr gut fürs Immunsystem und für die Organe ist es auch immer eine ganz gute Geschichte. Ist aber eine Überwindung, das zu probieren, muss ich gestehen. Hier steht halt auch als Tipp drauf, dass du dann noch mit Zucker oder mit Honig das Ganze süßen kannst. Ich ziehe mir das in Ex durch und das, ja, ne, werde ich auch hiermit machen. Finde ich aber sehr cool, ne, weil das passt jetzt auch so ein bisschen in diese kalte Jahreszeit. Also, ne, ihr seht ja bei mir tatsächlich, ich habe einen Schnupfen. Das heißt, es ist die Erkältungszeit und da sollte man sich gegen wappnen. Ja, Mehr. Boah, ist hier viel drin. Richtig geil. Seelenwärmer. Familiencreme-Pudding. Richtig cool. Mit Vanillegeschmack von Dr. Oetker. 4 Portionen Familiengenuss. Da gibt es einen kleinen Fun-Fact zu. Und zwar war ich letztens tatsächlich bei uns bei der Tafel, um da halt ja, ein Paket hinzubringen. Ne? Da habe ich dann verschiedene Sachen, Beauty-Produkte drin gehabt, ein bisschen Food-Produkte und so. Und die haben mir dann tatsächlich als Austausch genau dieses Produkt nur in der Schoko-Variante mitgegeben. Und ich hatte vorher meinen Freund gefragt, ob ich ihm irgendwas so, ne, vom Supermarkt mitbringen soll. Und dann hat er gesagt, Schokopudding. Es war ziemlich witzig, muss ich sagen. Es war wie so eine Gedankenübertragung. Und es war auch sehr, sehr lecker. Und hier freue ich mich noch mehr drüber, weil Schoko ist nicht ganz so meine Welt. Vanille ist mehr so meins. Und das finde ich schön, ne? 4 Portionen Milch zu geben, ein bisschen aufkochen und dann hast du es schon fertig. Das geht ruckizuck. Ist total super. Mache ich vielleicht sogar heute Abend noch. Dann haben wir hier eine Schoki mit drin. Das ist cool. Also das werden mein Freund und ich, wir beide mögen sowas von Frei, Supreme, Mild Chunky Almond. Also du hast quasi eine knusper Mandelschokolade. Das finde ich auch sehr, sehr lecker. Und ich kenne die Marke auch gar nicht. Das scheint eine Schweizer Schokoladenmarke zu sein. Ja, werde ich uns auf jeden Fall mal gönnen. Die achten auch irgendwie auf den Regenwald. Sorgfältig ausgewählte Zutaten. Das werden wir mal probieren. Ne? Das ist toll. Also ich finde es auch sowieso, dass du einfach so andere Marken hier mal drin hast, dass du neue Geschmacksrichtungen einfach mal erleben kannst. Bei dieser Box super geil. Also das macht die Box für mich halt auch so ein Stück weit aus. Ne? Dann haben wir etwas hier drin und das finde ich auch so sehr, sehr witzig. Ich bin echt keine Backfee, ne? Muss ich euch wirklich, ihr wisst das. Also Leute, die mich länger gucken, die wissen, kochen mache ich wohl gerne, ja. Nicht so gerne wie mein Freund, aber ich koche wohl. Aber backen bin ich auch nicht so der Pro drin. Ich meine, wenn ich was backe, dann ist es auch wohl lecker. Ne? Das funktioniert wohl, aber ich habe da selten Bock drauf. Und es gibt wohl von Dr. Oetker neu Dekorkreation und zwar den grünen Mix. Das finde ich so cool. Das kannst du auch notfalls einfach über Eis drüber machen, ne? Wenn du da so einfach ein bisschen ein paar Kugeln Eis dir gönnst und dann drüber. Wobei jetzt nicht so die Zeit für Eis. Es sei denn, man macht da Rumtopf drüber. Aber dann passen die Doch, das passt auch wohl. Ja. Meine nächste Idee steht auf jeden Fall. Nein, finde ich klasse. Und das ist auch noch so schön grün. Das ist hübsch. Mag ich. Finde ich cool. Ja. Und dann haben wir hier noch ein bisschen von M. Eukal was drin. Immunstark, das kann ich sehr gut gebrauchen. Fruchtige Kräuterdrops. No. Mit Vitamin C und D3 und mit Zink. Mensch, das läuft doch wie Ditgen, ne? Das ist genau das, was ich aktuell... Upsala, wollte es runterrutschen. Was ich aktuell brauche. Und das stelle ich mir gleich einfach an meinen Laptop. Und dann, wenn ich am Schneiden bin, dann werde ich mir die snacken. Das finde ich klasse. Ich bin eigentlich kein Fan von Fruchtgummis. Aber wenn das halt etwas ist, was halt auch so ein Stück weit noch diesen... ne, Gesundheitseffekt mit drin hat, habe ich da wohl Lust drauf. Ja, ja. Dann nehme ich mal was Großes hier aus der Mitte.
Oh je, das ist was für meinen Freund. Oh ja, Pringles Tortilla. Also erstmal Pringles. Gut, holen wir uns nicht so häufig, muss ich gestehen. Tortillas haben wir hier ständig und essen die auch ohne Dip. Und das hier ist auch noch Fury Chili. Mein Freund liebt sowas. Ich glaube, die werden nicht lange überleben. Ich glaube, die wird er sich heute Abend schon direkt reinpfeifen. Also da lege ich meine Hand für ins Feuer. Cool, richtig cool. Oh, ich habe so Bock, das zu probieren. Echt, ne? Werde ich auf jeden Fall heute Abend machen, definitiv. Also hier sind sehr coole Produkte bislang drin, oder? Also schreibt mir das gerne, falls ihr das anders seht. Aber auch so, wenn es so chillimäßig ist, dann wärmt es halt von innen. Wenn es draußen so sackenkalt ist und so regnerisch und mäh, dann ist es cool, wenn du drin halt irgendwie was hast. Ich trinke zum Beispiel auch super gerne in letzter Zeit Ingwer-Tee von Waterdrop. Da gibt es ja diese Micro-Tees, da kriegst du auch mit Claudi YouTube 5 Euro ab 25 Euro Bestellwert, bla. Aber trotzdem, mega. Also das wärmt mich halt von innen und ist ein bisschen scharf auch, aber ich mag das gerade aktuell. Im Sommer ist es nicht ganz so meins, aber jetzt im Herbst ist es schon cool. Hier habe ich etwas drin. Wow, das wird mein Freund nicht mögen, aber ich bestimmt. Maggi ist neu. Magic Asia Saucy Noodles Peanut Saute Taste. Okay. Ja, das ist halt so eine Nudelsuppe in einer, machst du einfach, wie heißt das? Einfach Wasser drüber, ne? Diese Eintassengerichte, wie auch immer. Und damit hier geil Erdnusssoße drüber, das finde ich sehr, sehr interessant. Werde ich mir mal gönnen, ne? Also ab und an mag ich das auch ganz gerne. So als Abendbrot oder so als schnelles Abendbrot oder als schnelles Mittagessen oder so, ne? Und das geht ja rucki zuck, in 5 Minuten oder so sind die ja schon fertig. Das geht ja so schnell, 1 Minute und dann nochmal 4 Minuten. Genau, 5 Minuten. Läuft. Klasse. Und dann musst du nicht viel noch dazu machen, dann läuft das direkt. Hier habe ich noch was drin. Linsendampf gegart, ohne Salz und Zuckerzusatz. Wenn man irgendwie ein Gericht mit Linsen oder einen Linsensalat oder was macht man mit Linsen? Wir kochen nicht so viel mit Linsen. Mein Freund mag gerne Linseneintopf. Ich nicht so gerne. Also das könnte man auf jeden Fall damit dann zubereiten, ne? Ja, haben wir hier auf jeden Fall von Dorsey Linsendampf gegart mit ohne Salz und Zuckerzusatz dabei. Basic-Produkt, das meine ich zum Beispiel, ne? War so ein bisschen was einfach für den Vorratsschrank, wenn man dann mal was kocht. So, dann habe ich hier ein Getränk mit drin und das ist mit Stoff, glaube ich, ne? Köstritzer Kirsche, interessant, Bier mit Kirsche, wenn das schmeckt, okay. Saftiger Schwarzbiermix, okay. Das wird dann auch wahrscheinlich sehr deftig sein, ne? Ist interessant, ist ein halber Liter, würde ich jetzt mal so sagen. Eigentlich trinken wir ja nicht so wirklich Alkohol hier bei uns, wenn da mal Rumtopf oder vielleicht auch mal ein cooler Whisky oder so. Aber tatsächlich eher weniger Bier, aber so ein Mischbier mit Kirsche kann ich mir vorstellen, ne? Das werde ich uns mal in den Kühlschrank stellen und wenn wir da mal irgendwie Bock haben, können wir uns mal ein Bierchen gönnen. Jo. So, jetzt kommen wir zu dem, was ich eben schon angeteasert gesehen hatte und wo ich mich auch schon so drauf gefreut habe. Wir haben hier einen Nussstrudel von Oelz drin. Oh. Mir geht das Herz gerade auf. Strudel alle steht hier, keine Ahnung. Saftige Nussfüllung. Oh, ja, das ist so geil. Das ist so, so geil. Ja, das ist ungesund, ich weiß das. Aber ich habe da Bock drauf. Und das mit einem schönen Glas Milch oder so. Oh Gott. Das mag ich echt gerne. Also über sowas freue ich mich ja immer tierisch, wenn das in der Box mit drin ist. Ne? Wir haben auch von Oelz manchmal so kleine Brötchen oder sowas hier drin. Oh, so geil. Das ist hammermäßig. Das ist richtig toll. Das freut mich gerade voll. Und das Wein rein. Yay. So. Die Nase läuft. Und hier sind wir auch gleich fertig. Hier habe ich nämlich das letzte Produkt. Oh Gott. Linolada Milch- und Haselnusscreme. Das mache ich auf das Leicht und Kross drauf. Ohne Konservierungsstoffe, glutenfrei. Oh, zieht euch das rein. Das ist so toll. Also ja, das ist halt so ein typisches Kinderprodukt eigentlich, was man damals in der Kindheit eher selten bekommen hat. Ne? Es gibt auch sowas von Milky Way zum Beispiel, so eine Milky Way, bla bla bla, gedrehtes irgendwas. Und im Erwachsenenalter denkt man sich dann irgendwie immer noch, weil es anerzogen worden ist, nein, das kann ich mir nicht mitnehmen und so. Weißt du, sowas ist das.
Eigentlich müsste man aber viel häufiger mal dazu übergehen, das einfach mal mitzunehmen, weil man sich darüber freut. Ja, es hat Kalorien und so ein Kram und so, ne? Aber trotzdem, warum sollte man sich nicht einfach mal was gönnen? Das finde ich so schön. Mega. Also darüber freue ich mich. Dann haben wir auch noch ein Bärchen drauf. Ach Mensch, da geht mir das Herz gerade echt auf, ne? Oh. Ich weiß gerade echt nicht, was ich jetzt lieber zum Abendbrot essen möchte. Ob ich mir wirklich die komplette Packung Tortillas reinknalle, ob ich mir die Nudeln mache, ob ich mir das Leicht und Kross hier mit dem Yam esse, ob ich mir den Nussstrudel reinhaue. Keine Ahnung. Oder ob ich mir den Pudding mache. Ich glaube, ich habe aber alles gezeigt, ne? So, jetzt gucke ich hier nochmal einmal schnell drüber. Du hättest bei den Pringles auch andere Sorten haben können. Also Paprika Mexicana und El Nacho Cheese wäre auch möglich gewesen. Das wäre auch lecker gewesen. Von Dr. Oetker bei diesem Mix hätte man auch noch einen bunten Mix haben können, den Pastellmix. Das hätte ich auch cool gefunden. Bei Leicht und Kross hättest du auch noch eine andere Version haben können. Irgendwie was Blaues, keine Ahnung. Bei Oels hättest du auch noch einen Mondstrudel haben können. Das hätte ich auch gerne gemocht, aber den hätte ich auch alleine essen dürfen. Das mag mein Freund nicht so. Und bei den Soßi-Nudeln hätte man auch noch Asia Classic haben können. Da bin ich aber mit meiner Wahl sehr zufrieden. Und bei der Schokolade hätte man auch noch Milk Crunchy Nut haben können, anstatt von Milk Crunchy Almond. Also ich bin zufrieden mit dem, was ich hier stehen habe. Und wir werden uns hier gleich mal so ein bisschen durchschlemmen. Dann guckt mein Freund hier meistens nämlich nochmal rein und dann überlegen wir uns, was es zum Abendbrot gibt. Ich freue mich, ihr Lieben. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll. Aua, oh, knack, gedrückt von mir. Das war mein Arm, der hat geknackt. Gleich fällt er ab. Ja, ich bin im knackigen Alter, Leute. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten mein neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.